Utah. Wir fahren gerade zum nächsten Nationalpark, stehen vor der Tür und warten. Hier ist alles wieder ein bisschen kommerzieller als in der Wüste. Wir sind jetzt beim Hidden Canyon today, besides some other small hikes. Very unpredicted. After another hot day of hiking. Look, Morgen, es ist 5:07 Uhr. Wir machen uns heute auf den 6-stündigen Aufstieg zum Feind, damit wir den Hafen sehen. This wall there and the one in front of me, it's like no picture, no video can really, like not mine, can show you the massiveness. You just have to come here. Ich bin jetzt in Glendale, ganz schön hier, ganz anders, denn ja, es ist wieder grün und wiesig und auf meiner Nachtfahrt ging es relativ hoch in die Berge, das heißt, es ist auch kühler und ich konnte bis um 8:30 schlafen und ja, es ist ganz angenehm, nicht in der brütenden Hitze aufzuwachen. Auch wenn das schön war. Hey,
Georg, die Nachricht ist für dich, weil es erinnert mich, guck mal hier so im Hintergrund, voll an Neuschlag und den Hof hinten. Deswegen habe ich auch beschlossen, heute hier zu bleiben, weil es irgendwie so ein bisschen heimisch ist. Da hinten ist einfach nur Feld und die Bäume und es weht ein Windchen. Es ist schon ein bisschen wärmer als im Neuschlag, aber ja, voll cool hier. Und ja, ich bin jetzt wieder alleine, deswegen heute Waschtag und ein bisschen das Auto aufgeräumt. Fotos mache ich jetzt gleich. Sortieren, tralala. Und einfach mal die Sonne und die Gechilltheit hier genießen. So sieht's aus hier. Schon die Leine gezogen. Alles wird gelüftet. Yo, viele Grüße in den Norden. Hallo, heute wird wieder gekocht. Heute gibt's das hier. Ja. Mit Kartoffeln und das Ganze draußen, wie im Garten, voll schön. Mama, ich versuche gerade mit Hilfe deiner tollen, dieses Buches, ne, Tipps, die Dose zu öffnen ohne Dosenöffner. Soll man ja mit einem Löffel können, ne? So sieht bisher die Dose aus. Ich versuche jetzt mal weiter. Ich meine, es gibt hier genug Leute, die einen Dosenöffner haben, aber für Notfall will ich doch wissen, ob es funktioniert. Down there.
Ozzie in Michigan. Yeah, it was so cool to hike with you today. Yeah, you too. Had a great time. Good morning, everyone. It's 8:30, cloudy. It was really hard to get up this morning. It was so cold in the car. So I slept longer than I was supposed to. Today I'm gonna try to walk like 26 kilometers through the canyon to basically cover all the main trails that there are for during the day. So let's see how it goes. A bit excited now because, as you see, I started here. We walk this way, and around here it seems this is a less trafficked loop. So, yeah, there are mountain lions. So eventually, on this road path, I might actually see one because, yeah, it's like further inside the canyon, further away from the street. Would be cool, but it's also scary. But as soon as they see a person, they will probably run away. And the weather forecast says 1% chance of rain, but like over there, it already looks like rain. A piece of blue sky. But look over there. It looks promising. Habe ich geschafft in 3 Stunden. Ist gut. Und jetzt kommt der nächste Teil. Ich habe schon ein bisschen gelitten, aber gut. Jetzt Queen's Garden Trail und dann Peekaboo Loop Trail und dann Navajo Loop Trail. Yeah. Campingplatz. Es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang und die wunderschöne Straße neben mir. Aber
Ich habe das mal mit einem Amerikaner besprochen, ob der das jetzt hier sicher ist für mich. Der hat gesagt, das machen die Leute immer und andauernd. Also ich hänge jetzt mal wieder meinen Vorhang auf, damit auch niemand reingucken kann. Und verschwinde dann schnell im Auto, damit auch niemand sieht, dass ich es bin. Left next to the street, super safe, slept deeply, and today it's gonna be Horseshoe Bend. And with this scenery, I'm also staying for coffee and bagels. Horseshoe Bend, really busy as expected, but on the other hand, like, people regularly die here, so I'm also surprised. Plus it says everywhere bring water and people go and bring nothing, so I don't know, people seem to be just stupid sometimes. Oh yes, people, do not stand on the toilet and do not use the floor. Okay, this amount of people is almost a reason for me not to go. But okay, now I'm here. Let's do it. Indeed, a very beautiful sight. But it's also obvious why people die here, because they're just like too close to the edge. You have to be careful that they don't hit you with their selfie sticks. This kind of mass tourism destroys everything. I think they should ban tourist buses. This feels like vacation! I wanna go swimming! I hope you can. I don't know. Erstmal zum Campingplatz! Wow! Yay! Woohoo, das wird so nice! Oh, das ist wie am Meer zu sein. Das ist so schön. Und mein Auto hat es geschafft. Ich musste einmal umdrehen, weil da war wirklich zu viel weiter sein. Und es ist echt das Geräusch. Es gibt hier. Man kann hier wirklich warten. Ich möchte ein Boot haben. Today it's omelette for lunch. As we try to take it off? Yeah. Yeah, if I can... The good thing is it's plastic, so if I drop it... Oh, it's quite heavy. Yeah. You got it? Yeah. Woohoo! Hey, so today
I'm gonna paddle the Antelope Canyon with Tony. He's coming right there on the stand-up paddleboard. I'm in the kayak. Let me fall in and then you video. Oops. Oh wow, this is crazy. Amazing. People who are afraid of who are claustrophobic shouldn't do it. This is unbelievable. How can they destroy this place? Allowing these boats in. It's way too big. Yeah, looks fine. I think that's good. Yeah. Cheers, people. Back again. Nice and cold, huh? Yeah. Oh, glasses. Circumstances, but also it's just so beautiful. Making dinner. This might be the real American experience. Can you hear the background music? All the trailers, the RVs. The fisher boat man is here since 3 days too. All the family and the gear.
Hi, this is Patty, and I'm from Telluride, and then Tucson, and now I'm traveling up to Yellowstone National Park in the Grand Tetons, and I'm having a good time meeting new friends. Yeah, it's so cool to meet you. Such an idol. Like, how old are you? I'll be 70 in February. Yeah, and for how long do you want to travel now? Oh, well, I'll be gone. I don't have to be at work. I'm going to work in Yellowstone until, I don't have to be there until the 27th of May. So it's the 16th of May now. So we're going off to the North Rim, to Zion, Bryce, and then on to Moran, Wyoming. Yay! Yay! Good luck with it! Thank you. So, die Liebe hat jetzt hier alles aufgepumpt. Das Paddleboard und ihr Boot. Und ich darf jetzt aufs Paddleboard. Juhu! So, ich bin gleich mal schön ins Wasser geflogen. Das Handy mit mir, dafür habe ich ja mein Lifeboot Case. Sieht jetzt etwas beschlagen aus. Naja. Ich glaube, ich lasse das Handy mal hier und versuche erstmal. Eigentlich habe ich das schon mal gemacht, aber das hier ist halt jetzt auch ein anderes Board. Naja, ich glaube, ich bringe das Handy mal erstmal zurück. Tschüss! Ja, also ich bin dann noch einmal runtergefallen, weil hier ja Boote fahren und dann kamen die Wellen. Aber ansonsten voll cool. Und dann haben wir zwei ältere Herren aus Anchorage getroffen und die sind jetzt schon seit September unterwegs und auf dem Hauseweg, dauert wohl noch ein bisschen, aber die hatten ein faltbares Kajak und jetzt haben wir uns beide in ein faltbares Kajak verliebt. Naja, und ich bin am hin und her überlegen, was ich mit dem Auto mache. Wenn ich das behalte, dann hätte ich auch Platz für ein faltbares Kajak. Naja, soweit erstmal hier vom Strand. So, frisch geduscht. Nochmal eine kalte Dusche gehabt in der Outdoor-Shower. Verlasse ich nun wirklich Lake Powell nach drei Nächten. Und er hat ziemlich viel geradeaus hier. Und ich krieg wieder meine Banane nicht auf. Gleich ist sie matsch. Ich hab voll Hunger. Und ich fahr noch über eine Stunde, bis es Abendbrot gibt. Mein Gott, wo ist mein Taschenmesser? Dafür hat es sich doch schon mal gelohnt. Sieht doch ganz nett aus. Und ich habe ein Auto gehört. Hallo. Hey.
ich habe auch noch nie so ein verlassenes Haus gesehen. Aber danach habe ich gesucht. Muss ich aber nur noch fahren. Ich bin doch nicht allein, es gibt Menschen. Da ist ein Auto, da ist ein dicker Camper. Aber es ist voll ausgestorben. Es ist richtig ruhig. Die Sicht ist auch ganz weit, würde ich sagen. Und ich habe noch Sonne. Also, und das for free. Was gibt's sogar schon wieder? Ich bin da ganz erstaunt. Positiv überrascht. Tada! Okay, Frage an die Jungs. Ihr könnt mir das bestimmt erklären. Meine Gasflasche ist jetzt leer. Und hier unten hat sie angefangen zu frieren. Also hier ist sie echt jetzt eiskalt. Oben noch normal temperiert. Und ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben. Irgendwie 28 oder so. Merkwürdig. Kann mir erstmal einer erklären. Also es zieht das ganze Gas raus, weil es leer ist, klar. Aber wieso das unten anfängt zu frieren? Abgefahren. Also ich hätte dann gerne Berichterstattung. It's awesome that they have sinks to clean. Look at this. All the bees. I hope they will like the water in here. They don't seem to get it. Oh shit. Well, let's give it a try.